Der Bezirk Kirchdorf ist seit jeher eine erfolgreiche Wirtschaftsregion. Die Vielfalt der Berufe ist dafür eine wesentliche Basis. Gut ausgebildete Fachkräfte sind für den Wirtschaftsstandort, speziell in den Bereichen Technik und Handwerk, unverzichtbar geworden. Die Lehre ist für junge Menschen eine gute Basis für die Zukunft. Bei den Kirchdorfer Berufserlebnistagen stellten 40 Unternehmen der Region ihre Betriebe und die Möglichkeiten, hier einen Lehrberuf zu ergreifen, vor. Unter dem Motto "Eini ins Leben" wurde für die Jugendlichen und ihre Angehörigen eine interessante Erlebniswelt zur Berufsorientierung geschaffen. Bei den Kirchdorfer Berufserlebnistagen präsentierten sich die unterschiedlichsten Branchen. Technische Berufe und Handwerk waren hier ebenso vertreten wie jene aus Handelsbranchen und Dienstleistungsbetrieben. Karriere mit Lehre konnte man hier hautnah nachvollziehen. Die Berufserlebnistage sind für Betriebe sehr, sehr wichtig. Sie bieten eine Plattform, um die Lehrberufe entsprechend darzustellen, den Jugendlichen und vor allem auch den Eltern näher zu bringen. Wir als Wirtschaftskammer können nur diese Plattform einmal bieten den Unternehmen und halt entsprechend dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen passen. Seit einigen Jahren ist der Aufwärtstrend bei der Lehre spürbar. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Bessere berufliche Zukunftsaussichten hat man sicherlich mit einer abgeschlossenen Lehre. Facharbeiter werden in Zukunft immer eine wichtigere Rolle spielen. Wer sonst sollte die Qualitätsprodukte herstellen? Ich finde es super, dass wir in Kirchdorf die Möglichkeit haben, die Berufserlebnistage zu gestalten, dass wir das in Kirchdorf haben, dass die Betriebe aus der Region in Kirchdorf da so tatkräftig mitwirken. Die Besucherzahlen zeigen, wie interessant und wichtig das auch ist für die jungen Leute. Und in einer Region wie bei uns, wo man gute Gewerbe, Firmen, Industrie angesiedelt haben, ist es wichtig, dass sie die präsentieren können und dass die jungen Leute sehen, in welche Richtung können sie sich entwickeln. Nach der Schule, mache eine Lehre, gehe in der Schule weiter, Lehre, das ist das große Thema. Ich finde, eine Karriere mit Lehre ist ja eigentlich ein Zukunftsweg für junge Leute, der ja sehr, sehr erfolgreich sein kann, gerade auch bei uns in der Region. Zeigt sich das mit den Betrieben, die wir haben. Wir haben Top-Betriebe, Top-Unternehmen in Kirchdorf und Umgebung und da sind wir stolz drauf. Das duale Ausbildungssystem der Lehre ist eine moderne Berufsbildung und verbindet praxisorientierte Ausbildung mit der Vermittlung von fachtheoretischem Wissen und Schlüsselkompetenzen. Aus Sicht des Technologiezentrums Kirchdorf ist die Lehrlingsmesse ein ins Leben mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil des Wirtschafts- und Bildungslebens in Kirchdorf geworden. Wenn man in die Halle jetzt reinschaut, es brodelt, die Nachfrage nach technischen Fachkräften steigt von Jahr zu Jahr. Derzeit gibt es beinahe 1000 Lehrlinge im Bezirk Kirchdorf. Diese werden in über 320 Betrieben ausgebildet. 114 verschiedene Berufe können die Jugendlichen hier erlernen. Die Hitliste führen Lehrberufe mit dem Schwerpunkt Metall an. Auch Handel und Dienstleistung haben einen wesentlichen Anteil. Die Berufswelt verändert sich und ist viel dynamischer geworden. Zählten Mädchen vor etwa 10 Jahren in der Technik noch zu den Exotinnen, hat sich dieses Bild mittlerweile wesentlich verändert. Ich bin eher für einen Spannungstechniker oder Werkzeugbautechniker, weil ich schon vielen Firmen war und ich habe mich auch schon informiert darüber, über die Berufe und mir taugt das einfach so. Technische Berufe bieten für weibliche Lehrlinge vielfältige Möglichkeiten. Es wird wirklich viel getan für die Lehre, weil die Lehre ist für unseren Wirtschaftsstandort ganz, ganz wichtig, ist die Basis für die Lebensqualität in unserer Region. Und darum wollen wir auch zum Thema Fachkräfte, Zukunft weiterhin voll Gas geben. Also ich glaube, so wie wir die Rückmeldungen jetzt haben von den Berufserlebnistagen 2016, gibt es die Berufserlebnistage 2017 auf alle Fälle wieder.